Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wir haben eine Level 1er Mech, eine Level 13er Mech, ein Level 15er Debate und ein Level 9er Mech. Ja. Das finde ich gut. Aber die werden mich jetzt gleich bestimmt alle voll dissen, weil die eigentlich bestimmt gut sind. Weil nur weil die ein kleineres Level haben, heißt das nicht, dass die gut spielen können, ja. Vielleicht haben wir ja schon ein paar Charaktere auf 50 und vielleicht sogar einen davon einen Killer. Und wenn es scheiße läuft, sogar noch den Killer, den man selber spielt. Dann wissen die die ganzen Taktiken. Dann wissen die, worauf man achten muss. Und wenn die wissen, wobei man beim Trepper darauf achten muss, dann hat man, ja, schlechte Karten. Aber auch bei anderen. Genauso auch bei anderen Killern. Dann ist das alles ein bisschen schwieriger. Dann sind die ein bisschen schlüpfriger, die Survivor. Dann wollen die nicht immer. Dann zieren sie sich ein bisschen, ne? Dann schlüpfen sie vom Haken, dann weichen sie gekonnt aus. Ja. Dann wissen sie, dass sie nicht dorthin laufen sollen, weil da meistens Fallen liegen. Ja, so ist das. Wenn man einmal die Taktiken raus hat, wenn man weiß, wie der Hase läuft, dann hat man es als Killer nicht mehr so ganz einfach. Um Killer zu spielen, sollte man vorher eigentlich immer mal Survivor gespielt haben. Es gibt Leute, die spielen Killer, aber haben vorher noch nie Survivor gespielt. Weil sie sagen, Survivor, ey, ich will lieber die ganze Zeit abschlachten. Ja, aber wenn man vorher Survivor gespielt hat, dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr als wenn man es nicht gemacht hat. Man einfach mal eine andere Perspektive haben. Ja, genau. Das hilft einem auch in anderen Lebenslagen. Ich meine jetzt nicht unbedingt, dass man Dead by Daylight jetzt mit anderen Lebenslagen oder so. Also ich meine jetzt, ihr wisst, was ich meine. Also das ist jetzt nicht direkt. Außer ihr seid ein Massenmörder und lauft rum und überlegt euch, wo ihr die nächste Falle hinstellt. Das kann natürlich auch sein. Also das ist dann der nächste Fallenstellerlauf, nennt man das dann. Ja, weil Amok ist das ja nicht wirklich, ne? Aber wenn dann jemand dann in die Schule geht und dann da Bärenfallen aufstellt. Ja. Oder einer mit der Kettensäge durchs Kornfeld läuft, dann heißt es dann nachher in den Nachrichten, der hat zu viel Dead by Daylight gezockt. Dieses Spiel soll verboten werden. Genauso wie bei den Col Ach, guck mal, da haben wir doch schon mal einen. Genauso wie bei diesen Columbine-Dingens, wo es dann die. Keine Ahnung, ich glaube, das war die Musik, ne? Ich glaube, der hat Metal gehört oder sowas. Das war schuld. Dann natürlich noch die Sache, dass er, glaube ich, Ballerspiele hatten sie gespielt. War das nicht so? Ach, der ist schon wieder hier hinten rumgelatscht. Ballerspiele spielen. Und, ach ja, genau, da war Marilyn Manson ja so in der Kritik, so nach dem Motto. Fühlst du dich eigentlich gut genug mit von wegen hier? Weißt du, dass die Leute deine Musik gehört haben und danach sind die ausgerastet und bla oder irgendwie sowas war das, ja. Arme Marilyn Manson hat da ziemlich viel abgekriegt. Ja gar nicht mehr viel tun. Sagen, dass auch jemand hingelaufen. Fast zum. Ah!
Naja, aber sowas kennt man ja, ne? Das kennt man ja von allen. Alles, was komisch ist, wo sich keiner mit beschäftigt, ist direkt, ja. Massenmörder, Psychopath. Alles Mögliche in der Richtung. Dann haben wir direkt hier vorne. Machen wir den nächsten. Ach, die hat sich jetzt gedisconnected oder was? Oder was war es die? Sie, ich kann sie nicht mehr aufnehmen. Ist ja nett. Autodisco, habt ihr gesehen? Das bitte schön für ein paar Grafikbug. Hä? Habt ihr gesehen, ne? Schön, ne? Jetzt habe ich irgendwie, glaube ich, eine durchsichtige Mac auf den Schultern. Gucken wir mal. Naja. Ich will nicht bis morgen hier stehen. Außerdem kriege ich jetzt noch Brutality-Punkte, je öfters ich da reinschlage. Aber sie struggelt. Ich kann halt nichts anderes machen, es tut mir leid. Und außerdem kriege ich Brutality-Punkte. Aber das ist schon echt übel, dass er gerade eben... Hat man ja gesehen, ne? Ich wollte sie gerade aufheben. Die Frau hat auto-disconnected. Oder derjenige... Ach, warte mal. Ich glaube, von dem habe ich gerade eben... eine Freundschaftsanfrage gekriegt. Was macht man nicht? Ja, aber man kriegt ja auch keinen Rang mehr. Also man verliert ja auch einen Rang. Also vorher konnte man ja disconnecten. Also zumindest haben sie es so gemacht, haben sie gesagt, dass sie es so gemacht haben. Ich disconnecte ja nicht, deswegen habe ich da keine Ahnung von. sorry, hört sich jetzt auch wieder total... Ja, ich bin so elitär, ich muss mich nicht disconnecten, ja? Oh Gott, es tut mir leid. So ist es jetzt nicht gemeint. Ich mache sowas halt einfach nicht. Also wenn ich dann verliere ich halt. Und ich bin halt, mir ist der Rang scheißegal. Aber das müssten ja mittlerweile Leute, die mein Let's Play sehen, die kriegen das ja mit. Was ich sagen wollte war, man kriegt ja dann Minuspunkte. Also man kriegt zumindest einen Rang kürzer, soweit ich weiß. Und man kriegt auch keine Punkte, wenn man disconnectet. Sieht man ja. Ja. Aber ja, wir müssen erst die Daily fertig haben. Gucken wir mal. Was? Ach, die müssen da reinlaufen. Aber ich hab... Die Daily will mich echt trollen. Naja, wir sind auf dem Weg zum dritten. Wow. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.